Ja, herzlich willkommen zu meinem Tipico-Testbericht. In diesem Video soll es lediglich darum gehen, euch zu zeigen, wie man eine Wette in der Tipico-App abgeben kann. Klickt zunächst auf Sportwetten. Wenn ihr Live-Wetten abgeben möchtet, dann geht ihr in den Live-Wetten-Bereich. Zuerst müsst ihr auf Fußball klicken. Andere Anbieter würden euch eine Auswahl der wichtigsten Ligen schon mal vorgeben, aber bei Tipico müsst ihr euch durch die einzelnen Sportarten, Länder, in dem Fall Deutschland, und danach noch durch die Ligen klicken, in diesem Fall die erste Bundesliga. Danach bekommt ihr eine Liste der verfügbaren Spiele. Neben den Siegwetten könnt ihr auch direkt nach Handicap-Wetten, über Unterwetten, also wie andere Wetten auswählen. In diesem Fall wollen wir uns lediglich auf die Siegwette konzentrieren. Klickt einfach auf das entsprechende Ergebnis mit der Quote. Und die Auswahl wird in den Wettschein unten übernommen. Hier seht ihr den Wettschein mit einer ausgewählten Wette. Klickt einfach auf den Wettschein. Die Vorauswahl hier ist 5 Euro. Wenn wir die ändern möchten, müssen wir da extra nochmal draufklicken. Minimum muss bei Tipico 1 Euro gewettet werden, was relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Anbietern. Bestätigt die Eingabe, ihr bekommt den möglichen Gewinn vorausberechnet und müsst dann nur noch die Wette abgeben. Ja, die Bestätigung des Wettscheins und das war's auch schon.